Aserbaidschan ist für Deutschland und die Europäische Union ein Partner von wachsender Bedeutung. Und das Land hat das Potenzial, einen wichtigen Beitrag zur Diversifizierung der deutschen und europäischen Energieversorgung zu leisten. Wenn es um Öl und Gas geht zum Beispiel, aber auch wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien im Land selber geht und die Exportmöglichkeiten, die daraus resultieren. Deutschland ist besorgt über die instabile Lage an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze. Die Situation ist auf Dauer nicht tragbar und birgt die Gefahr weiterer Eskalation. Ve tabii ki uzun müddetli kontratlar imzalanmalı. Çünkü biz yaxşı bilirik ki Avropada yaşıl keçidə deməli meyllər çox yüksəkdir və biz uzun müddetli kontratlarda maraqlıyıq və ümid edirəm ki biz bu məsələləri bir-biri ilə uzlaşdıra bilərik. Və eyni zamanda Azərbaycana bərpa olunan enerji növlərinə qoyulan sərmayə eyni zamanda hal-hazırda elektrik enerjisinin istehsalına sərf olunan təbii qaz da Avropaya ixrac edilə bilər və beləliklə gələcəkdə bizim nəzərdə tutduğumuzdan daha böyük rəqəmlə bizim ixracatımız ölçülə. Wir haben einen erheblichen Fortschritt gegenüber der Situation bei der seinerzeitigen Finanzkrise 2008-2009. Wir haben gelernt. Lessons learned kann man an dieser Stelle sagen. Und es sind erhebliche Reformen der öffentlichen Aufsichtsinstitutionen, aber auch für das Management von Banken durchgesetzt worden. An der sehr klaren und scharfen Reaktion der amerikanischen, der britischen, der europäischen, aber auch der deutschen Behörden kann man sehen, dass diese Lage sehr genau beobachtet wird, dass schnell und zügig gehandelt wird. Und das ist das Beste, was man zur Sicherheit von Anlagen unternehmen kann. Insofern ist das wirklich kein Grund, dass sich irgendjemand hier in Deutschland große Sorgen machen muss.